Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, herzlich willkommen heute endlich mal wieder zu einer neuen Episode Luca Memes. Ich habe mal wieder absolut gar keinen Bock, denn jetzt werde ich quasi 8 Minuten lang durchgemobbt. Luca, heute kommt ein neues Video. Auch Luca, Video kommt morgen. Ja. Das Video hier sollte eigentlich auch schon gestern kommen. Noch dann kam was dazwischen. Dieser Moment, wenn dein Gesicht einfach schon Meme genug ist. Ja. Das ist dann einfach Cybermobbing jetzt. Wenn mich einer fragt, wie ich Lukas Kanal Das Traurige ist halt, dass es einfach wahr ist. Ich nach einem Luca-Video. Digga. Als wenn's so schlimm ist. Sehr gut. Luca sieht ein Meme klatschend durchs Zimmer laufen. Ja, ich kann weder klatschen, noch kann ich hier gerade rumlaufen. Also ich kann schon rumlaufen. Das Problem ist nur, dass ich dann hier jetzt so... Moment. Ich versuche auch ein cooles Spiegel-Selfie zu machen. Auch ich... Bro. Wo ist das bitte nicht cool? Digga, das gibt's doch nicht. I see no diff... Ey. Das geht tief in mein Herz. Ihr kriegt alle eine Anzeige. No one, literally no one, meine beste Freundin und ich, wenn der Lehrer sagt, wir sollen ruhig sein. Das war ein schönes Foto aus dem Pool im Urlaub. Habe heute ein Buch, so löst du 50% deiner Probleme gesehen. Luca24 Fuchs hat sich gleich zwei Digga. Ich will das nicht mehr. Das kommt... Ich weiß, dass das richtig gut bei euch ankommt, aber bei mir halt dann eben auch nicht. Mein Herz ist so. Wie mein Daumen. Das Wetter zurzeit ist wie ich in Mathe, hat keine Ahnung, was es... Ich war nicht so scheiße in Mathe, Luca Memes, lol. Hätte die ganze Zeit durchs... Sprachenlernen, Bubble. Wenn ich später mal Detektiv bin, nenne ich mich mysteriös. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das sind einfach neue Tiefpunkte, die hier erreicht werden. Ein kleiner Witz am Rande. Und, ach Mann, ey, komm, lass doch einfach sein. Ich will nicht mehr. Was Luca sehen würde, wenn ich vor ihm Hey, das war gar kein Diss an mich. Also vielleicht das, weil ich bin so groß und so ein Lappen. Aber das war gar nicht so schlimm. Wir sind auf einem guten Weg. Pro-Anti-Mobbing. Dieser Moment, wenn deine Mutter sagt, du sollst aufstehen, du es dann aber in letzter Sekunde tust, wenn sie in dein Zimmer kommt. Immer so gewesen. Immer so gewesen. Wird auch immer so bleiben. Und es wird auch immer so bleiben, dass wenn deine Mom reinkommt oder dein Dad und wenn sie wieder rausgehen, dass sie dann einfach nicht die Tür zu machen. Die gehen raus und man schreit so, hey, mach mal zu. Dann macht er die noch weiter auf. Habt ihr das gehört, Digga? Da draußen hat gerade irgendwer was zugemacht. Wie nennt man höfliche Autofahrer? Geisterfahrer. Sie sind immer so entgegenkommend. Das ist irgendwann dann auch wirklich einfach nicht mehr lustig. Wo wohnt ein armer Franzose? Im Baguetto. Das... Ich frag mich... Was in euren Köpfen vorgeht. Dieser Moment, wenn deine Mutter Sätze erfindet, die du nie gesagt hast. Immer so. Immer so. Ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Medikament, bitte lagere mich bei 25 Grad. Dachgeschosswohnung, hold my beer. Ja, das stimmt. Ich sag eigentlich die ganze Zeit nur, das stimmt. Aber das ist halt die Wahrheit. Wie lange kann man ohne Gehirn leben? Keine Ahnung, wie alt bist du? Das ist, mein Daumen tut weh, ey. Mann, das nervt. Mein Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg zurück. Wir wissen immer noch nicht, wem es ge... Das ist doch... Ey, wie kommt ihr auf so einen Scheiß? Wie hieß der erste Chinese, der Corona hatte? Hatsch... Irgendwer... Hat euch doch irgendwann mal ins Hirn geschissen, oder? Auf der Arbeit nennen mich alle 007. Null Ahnung, null Bock, 7 Pausen. So viel, also ich hab
Ich hab echt jetzt, also wenn deine Mutter nach dir ruft, du fragst, was ist, und sie einfach nicht mehr antwortet. Immer so. Reiht sich direkt ein mit dem Tür nicht zumachen und Sätze ausdenken. So, damals, Alzheimer kickt schon rein bei mir. Ich hab so Angst, Herr Doktor, das ist meine erste Operation. Keine Sorge, meine auch. Daumen hoch. Wer hat als Kind auch immer Wettrennen mit Regentropfen gespielt? Was? Wettrennen mit Regentropfen? Regentropfen fallen von oben. Wenn man läuft, läuft man horizontal und nicht vertikal. Ich habe euch in vielen erbärmlichen Zuständen gesehen. Luca24 DHL-Bote. Oh mein Gott. Das ist so wahr. Wenn ich mir überlege, wie oft ich dem DHL-Boten schon irgendwie halbnackt die Tür aufgemacht habe, völlig verkatert, noch mit irgendwie Zahnpasta und Zahnbürste im Mund. Also der muss ich wirklich denken. Ja, der kommt in letzter Zeit gar nicht mehr. Der stellt die Pakete immer nur unten ab. Vielleicht kommt der deswegen nicht mehr zu mir. Der Moment, wenn dir auffällt, dass Harry Potter auf Deutsch Harald Töpfer heißen würde. Das ist einfach genauso unlustig wie dieses Harald Pöter. Komm mit die Kindergarten, ich hab gerade einen Witz gerissen. Dieser Moment, wenn dir jemand winkt, du zurückwinkst und dann merkst, dass du gar nicht gemeint warst. Immer so. Ich glaube, mir hat noch nie jemand selbst gewunken, so. Ich jetzt, mir selber, durch den Kamerabildschirm, ich bin echt ein Opfer. Dieser Moment, wenn du dein Handy aus der Tasche holst, um zu sehen, wie viel Uhr es dann zurücksteckst und dann keine Ahnung hast, wie spät es ist, ja. Das kenne ich. Das ist genauso wie wenn man im Haus irgendwie was sucht, beziehungsweise sich irgendwie was holen will, beispielsweise aus der Küche. Dann geht man in die Küche und dann ist man in der Küche und denkt sich so, hä? Warum war ich jetzt hier? Dann geht man zurück und dann checkt man, ah! Stimmt! Ich wollte ja den Kühlschrank aus dem Fenster schmeißen. Spasti. 9 Jahre altes Ich, wie ich auf dem Rückweg im Auto meine Augen zu habe und versuche zu raten, wo wir gerade sind. Das mache ich immer noch. Das mache ich immer, wenn ich im Taxi sitze abends. Ich mache da immer irgendwie die Augen zu und dann überlege ich so, okay, jetzt fahren wir links, das heißt, wir müssen jetzt an dem Feld sein. Jetzt fahren wir rechts und das heißt, jetzt sind wir dann im Fluss gelandet. Hier können Sie mich dann rauslassen, ich schwimme dann den Rest. Auf der Dose steht Spülmaschinenfest, würde gerne hingehen, steht aber nicht drauf, wann und wo das stattfinden wird. Das Spülmaschinenfest. Puh. Ey, das ist harter Tobak heute. Das wirst du verstehen, wenn du älter bist. Ich, älter, verstehe es immer noch nicht. Richtig. Ist genauso wie das mit dem Weihnachtsmann. Hä? Sophie, findest du, dass ich ein guter Vater bin? Ich heiße Sandra. Au. Mehr und doller kann ich nicht klatschen. Mein Daumen tut noch ein bisschen weh. Allerdings war das letzte Meme für die heutige Episode Luca Memes. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Daumen da. Ist lustig, weil meiner ist kaputt. Und wenn ihr noch kein Abonnent von meinem Kanal seid, meine lieben Freunde, würde ich euch ganz doll raten, unter dem Video einfach mal